Norbert Dörfler geht auf Tour. Er ist einer von 41 Ehrenamtlichen der Tafelbretten, getragen von Diakonie, Caritas und dem Roten Kreuz. Seit 5 Jahren sorgt er dafür, dass die Regale gut gefüllt sind. 3 Fahrzeuge der Brettner Tafel fahren wöchentlich 600 Kilometer, um Lebensmittel und Waren abzuholen, die sonst im Müll landen würden. Es sind vor allem Supermärkte, Bäckereien oder landwirtschaftliche Betriebe aus der Region, die Nahrungsmittel und Waren spenden. Die Ehrenamtlichen der Tafel holen die Waren ab und bringen sie dann zum Laden. Hier wird aussortiert, was nicht mehr verkauft werden kann. Mein Grundsatz ist, das, was ich kaufe wird im Laden, das kann ich weitergeben. Und das, was ich selber nicht essen wollte, beziehungsweise wo ich auch kein Geld dafür ausgeben würde, das kommt entweder zum Tierwerk oder dann in den Abfall. Nachdem die Lebensmittel aufbereitet wurden, werden sie von den Mitarbeitern sortiert und die Regale damit bestückt. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass alles schön aussieht. Eben wie in jedem anderen Supermarkt auch. Der Brettner Tafelladen der Diakonie existiert seit 12 Jahren. Entstanden zu Zeiten einer der Wirtschaftskrisen, die eine hohe Arbeitslosigkeit verursacht hatte. Heute sind zwar nicht mehr so viele Menschen ohne Arbeit, leben aber dennoch am Existenzminimum. Im Moment haben wir weniger Arbeitslosigkeit, aber es hat sich so eine Zahl eingependelt, auch hier an den Besuchern vom Tafelladen, an den Nutzern, wo wir merken, das nimmt jetzt auch nicht mehr weiter ab. Das wird wohl so bleiben. Wir sind derzeit bei ca. 700 Familien, die wir versorgen mit dem Tafelladen. Hinter den Familien, das heißt, stehen 2.800 Personen. Um im Tafelladen einkaufen zu können, muss das Einkommen unter der Armutsgrenze liegen. Die Menschen, die hier einkaufen, erhalten die Waren für etwa 30% des originalen Verkaufspreises. Die Armutsdebatte ist in Deutschland derzeit in vollem Gange. Nicht zuletzt aufgrund des von der Essener Tafel erhobenen Aufnahmestopps für Bedürftige ohne deutschen Pass, der mehrere Wochen Bestand hatte. Für die Brettner Einrichtung war eine derart drastische Maßnahme bisher nie ein Thema. Wir haben den Grundsatz, dass zu uns alle kommen dürfen, die Hilfe bedürfen. Alle Menschen mit kleinen Geldbeuteln haben das Recht, zu uns zu kommen, um Hilfe zu bieten. Und es ist unabhängig von Hautfarbe, von Religion. Wir nehmen alle die auf, die zu uns kommen. Einmal in der Woche öffnet der Laden die ersten 15 Minuten exklusiv seine Türen ausschließlich für Gehbehinderte und ältere Menschen. Niemand soll benachteiligt werden. Hallo Frau Herrin. Ja, wie geht es Ihnen? Was die Brettner Tafel anbieten möchte, ist mehr als nur Essen. Diese soziale Kompetenz ist mehr als wichtig. Ich merke das, wenn ich vom Urlaub zurückkomme, dann ist das wie wenn die Mutti heimkommt und die Kinder haben Redebedarf. Die Leute kommen zu mir und erzählen mir einfach, wie es ihnen geht, was ansteht, ihre Sorgen und Nöten. Und das ist auch wichtig und gut, so dass man sich die Zeit nimmt. 41 Ehrenamtliche und 2 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten den Tafelladen am Leben. Jeder, der sich engagieren möchte, ist willkommen, um denen, die es wirklich nötig haben, eine höhere Lebensqualität zu bieten. Das ist viel mehr, als nur satt zu werden. Versöhnung, Reconciliation an der Passerelle, die sich über den Rhein spannt, zwischen der Ortenau und dem Elsass. Sie Deutsche, er Franzose. Ein Ehepaar sind sie nicht, aber jeder für sich lebt eine deutsch-französische Beziehung mit Partner und Kindern. Sie sind eingeladen von Kirchen in der Region, gemeinsam zu pilgern zwischen Frankreich und Deutschland. Schön, das hier gemeinsam zu erleben, so im deutsch-französischen Miteinander. Heute fahre ich ganz einfach 2-mal am Tag mit dem Fahrrad, aber trotzdem, also die Grenze ist immer noch da, eine Sprachgrenze wenigstens. Mich hat es schon auch jetzt doch sehr bewegt, auch nochmal über die Kriege nachzudenken. Und ich mir überlege, dass mein Großvater in französischer Gefangenschaft war und heute nähern sich wirklich die beiden Länder so an. Das ist auch
ja, dass man das auch so ganz offen leben kann, diese Verbindung. Eine schöne Geschichte. Der Versöhnungsweg zwischen Straßburg und Kehl. Hier erinnern Denkmäler an Kriegszeiten. Die Fußgänger- und Radfahrerbrücke quer über den Grenzfluss, den Rhein, liegt heute eingebettet im Garten der zwei Ufer. In der Region ist sie das Symbol für das zusammenwachsende Europa. Aber die Historie ist in der ökumenischen Pilgergruppe noch wach. Wir hatten permanent Angst, weil wir direkt in der Bahnlinie gewohnt haben. Es waren immer auch viele Fliegerangriffe. Ich komme aus Freiburg, habe diesen schrecklichen Fliegerangriff noch ganz präsent in mir. Hätte dort zu Tode kommen können. Also es war immer ein Spitz auf Knopf. Und dann die Nachkriegszeit mit wenig Essen und kalt und so. Also ich habe viel Leid als Kind und als Jugendliche erfahren. Er kennt diese geschichtsträchtige Gegend gut. Pfarrer Bernauer wirkte in der ansässigen Friedenskirche, hat mit eigenen Augen erlebt, wie Menschen, die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben, beim Bau der Passerelle de Deux Rives mit Tränen in den Augen den Fluss überquert haben, dass sie das noch erleben dürfen. 2004 war das, anlässlich der Landesgartenschau der Region. Angesichts der vielen Freizeitaktivitäten im Uferpark kann man sich kaum mehr vorstellen, dass Frankreich unter den Nazis hier zitterte und im deutschen, von Franzosen besetzten Kehl man um Haus und Hof fürchten musste. Wer heute jung ist, der schaut erleichtert und befreiter in die Zukunft, wie der junge Monsieur Moyer, der zufällig die Wege der ökumenischen Pilgergruppe kreuzt. Moi, ich trouve ça plutôt sympa que. Ich finde es toll, dass wir es geschafft haben, uns wieder so gut zu verstehen mit den Deutschen. Weil nach 1945, nach den beiden Weltkriegen, hatten wir gewisse Differenzen. Aber jetzt gibt es Bahn und Bus. Da fahre ich oft mit Freunden nach Deutschland. In Kehl ist es nett oder an den zwei Ufern. Ich finde es toll, dass es einen neuen Zusammenhalt zwischen Franzosen und Deutschen gibt. Oben auf der Brücke, genau in der Mitte des Flusses, gibt es neben dem Rastplatz und der Aussicht auch heute noch eine unsichtbare Grenze. Wer in einem der beiden Länder beispielsweise als Flüchtling lebt, der darf hier nicht weitergehen. Wir haben in der Arbeit mit jungen geflüchteten Menschen das Problem, dass die, solange sie keinen geregelten Aufenthaltsstatus in Deutschland haben, Deutschland nicht verlassen dürfen. Insofern ist diese Brücke sogar auch für die Menschen, für die diese innereuropäische Grenze heute tatsächlich noch als Grenze funktioniert, ein Verbindungsstück. Die Pilgerfüße, die probieren gleich mal aus, wie sich das anfühlt. Walzer und Foxtrott gegen die Ohnmacht, die Politik auslösen kann. Befreiend ist der religiöse Versöhnungsgedanke zwischen Völkern und Ländern. Dieser Jesus, der bringt da was ins Spiel, das eben nicht mit Vergeltung, mit Rache eine Lösung zu sehen ist. Ja, da bin ich einfach meinen Eltern und auch der Jugendgruppe, wo ich war, unendlich dankbar. Die haben mir einen anderen Weg gewiesen und der hat mich begleitet bis auf den heutigen Tag. Die Badischen und die Kirchen im Elsass haben gemeinsam diesen grenzüberschreitenden Versöhnungsweg zwischen Frankreich und Deutschland geschaffen. Auf der deutschen Seite mündet er in einen Bibelgarten. Denkanstöße und religionsgeschichtliche Hintergründe von Frieden und Gerechtigkeit. Ja, ich frage mich auch, wir haben zwei Kinder und wie das für die ist, so zwischen den Welten unterwegs zu sein und einerseits sich französisch zu fühlen, andererseits deutsch und immer in diesem Wechsel zwischen den Kulturen zu sein, auch wenn die kulturellen Unterschiede vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick auffallen. Ich glaube, gerade hier an der Grenze ist es wichtig, dass wir miteinander darüber ins Gespräch kommen, weil hier die Leute leben, die diese Zeit miterlebt haben. Da haben auch Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg richtig gearbeitet dafür, dass es so eine Versöhnung gab. Und das ist ganz im Sinne des Ökumenischen Rates der Kirchen weltweit, der Menschen auffordert, entsprechende Friedensprojekte zu starten. Dass dieses Wunder geschah, dass aus jahrhundertelangen Erbfeinden, das war es ja, schlussendlich Freundschaft wird, das finde ich also sowas Wunderbares und das, denke ich, könnte auch irgendwo anders werden. Ganz viele kleinste Schritte, die damit anfangen, den anderen so akzeptieren, wie er ist und nicht, wie ich ihn gerne haben möchte. Ich glaube, das ist die Voraussetzung. Ich heiße Carla Braun, ich bin 23 Jahre alt und studiere Kirchenmusik in Heidelberg an der Hochschule für Kirchenmusik.
Ich habe so im Alter von 14 Jahren angefangen, in der Kirchenband mitzusingen und Klavier zu spielen. Und irgendwann hat dann der Pfarrer mich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, Orgel spielen zu lernen. Ich finde, der Gottesdienst ist etwas ganz Besonderes. Das ist für mich was sehr Magisches und ich mag diesen liturgischen Ablauf. Ja, und die Orgel als Instrument ist einfach, also das ist die Königin der Instrumente, das sagt man ja zu Recht, einfach weil es lautstärkemäßig und weil es was sehr Würdevolles hat. Ich bin christlich aufgewachsen, christlich erzogen worden und wurde dann konfirmiert mit 14, wie das eben alle so wurden in dem Alter. Ich habe viel gebetet und bin auch gerne zum Konfirmandenunterricht gegangen. Aber erst mit dem Studium und mit dem häufigen Besuchen von Gottesdiensten und dem Mitwirken in Gottesdiensten, würde ich sagen, und auch hier dem Unterricht von Theologie und Hymnologie, habe ich mich mit dem Glauben näher auseinandergesetzt. Und das gibt mir unheimlich viel Kraft im Studium. Also ich merke auch, dass ich das brauche, Gottesdienste auch einfach nur zu besuchen und gar nicht mitzuwirken. Ja, weil man unheimlich gestärkt aus einem Gottesdienst rausgeht. Wir als Kirchenmusiker nehmen natürlich wahr, dass die Gottesdienste eher rückläufiger besucht werden und dass die Kirchenchöre auch immer mehr verschrumpfen. Und wir versuchen hier natürlich auch im Studium rauszufinden, wie man das ändern kann. Ist vielleicht Popmusik der richtige Weg, neue geistliche Lieder oder Gospelmusik, eine Kirchenband oder irgendwie neue Chöre gründen, Kinderchöre, Jugendchöre. Wir als Kirchenmusiker machen viel Musik mit Laien und ich finde es wichtig, dass Menschen sich trauen, Musik zu machen, dass sie in den Chor kommen, obwohl sie vielleicht Angst haben, nicht richtig zu singen. Ich finde einfach, Musik machen, miteinander, gemeinsam machen, ist was sehr Wichtiges, etwas sehr Positives, was einen aus dem Alltag herausbringt, rausreißt und irgendwie abschalten lässt. Deswegen finde ich, macht mehr Musik.